Ich bin tot! Leute, ich bin tot! Ich bin tot! Ja, ein herzliches Willkommen somit zur nächsten Folge von Sieve, eigentlich Teil 4 von 2014er Jahr. Ja. Leute, wo bin ich? Ich bin da gerade in den beiden Ruinen. Nö, da muss ich da irgendwo hin und ich habe keine Ahnung was. Denn ich muss mich da in den Ruinen umschauen. Ich brauche da ein Buch, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Eher runter, oder? Das hier war sehr lange Zeit verschollen. Aber diese Stadt vergisst nie etwas und hütet ihre Geheimnisse. Das haben wir wohl gemeinsam. Ja, das haben wir gemeinsam, Garrett. Hey, was ist da? Ah, muss ich da durch oder was? Nö, muss ich nicht. Oh ja. Leute! Wo muss ich da eigentlich jetzt hin? Wahrscheinlich darüber. Dadurch. Die sollten Fallen sicher entschärfen. Ich bin tot! Leute, ich bin tot! Ich bin tot! Laden. Speicherslot, eigene Speicherung. Ja, so soll's sein. Ach du Schande, Leute, ich bin wieder da. Das. Also. Erkunde die alten Rührei-Rinnen. Okay. Dann werde ich das hier machen. War sehr lange Zeit verschollen. Verschollen. Aber diese Stadt vergisst nie etwas. Und die Stadt vergisst nie etwas. Haben wir schon gehört, Garrett? Das haben wir schon gemeinsam gehört. Genau, dadurch. So. Muss aufpassen auf die Fallen. Kann ich die irgendwie entschärfen? Ich weiß es absolut nicht. Ich habe meinen Kaffee hier. Und zwar mit meiner Kaffee, weil nicht jeder Tag mit Mord beginnen kann. Obwohl es eigentlich jetzt, es ist 2:15 am Nachmittag. Also, trinken kann ich immer, ist ja noch zu heiß, glaube ich. Ja, er ist noch sehr heiß. Frisch gebrüht aus den Bergen Kolumbiens, Leute. Okay, das war klar, dass irgendwie das. Wie kann man diese alten Fallen sicher entschärfen? Ich wüsste nicht, wie man diese Fallen entschärfen könnte. Schon wieder tot. Leute! Wie kann ich diese Fallen sicher entschärfen? Vielleicht mit irgendwas? Mit irgendwas, was ich dabei habe vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Das hier war sehr lange Zeit verschollen. Ja, ich weiß, Garrett. Aber diese Stadt vergisst nie etwas und hütet ihre Geheimnisse. Das haben wir wohl gemeinsam. Ja, mal durch hier. Ah, da ist ja ein Mechanismus, der da drüben eigentlich liegt. Aber den kann ich nicht umgehen oder sowas, weil der holt die Falle nach oben. Schau da mal. Nö, da kann ich nichts machen. Ich muss da durchgehen. Irgendwie kann man diese alten Fallen sicher entschärfen. Ja, aber wie? Okay, nö. Brandpfeile. 6 ist Wasserpfeil. 7.
ist ein Erstickungspfeil 8. Nö, also. Ich speichere da mal ein, Leute. Damit ich nicht die ganze Zeit immer nur wieder hinrennen muss. Boah. Ach, Leute. Ich hab's geschafft, Leute. Ach, du Schande. Ich bin einfach durchgelaufen. Ich habe keine Ahnung, wie man den entschärft hätte. Wie man den entschärfen konnte oder keine Ahnung. Da drüben muss ich hin. Aber ich schaue mich da noch mal ein bisschen um hier. Vielleicht haben wir da irgendwo was liegen. Da zum Beispiel. Schaut mal. Da war doch was hier. Also ein Wurfobjekt gewesen. Ach so. Da haben wir noch was. Schriftrollen, was? Schriftrollenhafter oder Halter oder keine Ahnung was. Was ist da drüben eigentlich? Ah! Warte mal, hat das gespeichert oder was? Leute, das ist eine Sterbefolge hier. Genau. Schon wieder sowas mit wie eine Falle. Okay, lauter Fallen, Leute. Schon wieder tot. Ein Schuss? Echt jetzt? Leute. Wie kann ich das? Erstickungspfeil wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Scheiße, ich Hummer, oder? So. Speichere ich da mal. Einmal. Einmal, du bist tot. Grausam. Das ist Wahnsinn. So.
Ah. Ich habe keine... Habe nur noch ein Heilmittel oder was? So, und jetzt? Hallo? So, was ist da drinnen jetzt eigentlich? Ja, ist ja ein Scherz, oder? Da ist nichts drin. Ich glaub's ja nicht. Was haben wir da eigentlich? ich muss da unten irgendwo hin. Na, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Ich schaue mich da mal um. Ne, ich speichere jetzt einmal. Diese blöden Fallen jedes Mal. Das sieht nicht menschlich aus. Was war das jetzt? Okay. Und jetzt darunter, ne? Die Rede war von einem Buch, Orion, nicht von einer Bibliothek. Hä? Das müssen hunderte Bücher sein. Oh Gott. Durchsuche die verlassene Bibliothek nach dem Buch. Na, wenn das nichts wird, oh mein Gott. Es ist heftig. Wie soll ich denn da jemals zurechtkommen? Wurscht. Wir machen das. Irgendwie machen wir das. Es ist auf jeden Fall nicht ohne da. Warte. Da muss ich hin, ne? Da ist ja was. Goldstück. Oh, das ist auch 17 Gold wert. Ich muss da irgendwo das Buch finden. Aber wo soll das sein? Das ist die Frage. Schloss knacken. Hey, eine Lade. So, komm doch. Ah, verkehrt. So. Was ist da drin? Na, Schriftrollenhalter. Da haben wir wieder ein Wurfobjekt. Na, ist das schön. So, da, wo ist da irgendwas? Aha. Was ist da? Okay. Da bin ich doch richtig, oder? Wo muss ich da jetzt lang gehen? Schau doch mal. Ah. Welches Buch? Da. Ja. Bibliothekstürme. Oh, meine Fresse. Dieser Ort ist ein Labyrinth. Ich muss zum Zentralturm. Du suchst etwas. Betritt den Zentralturm. Ach du Schande. Betritt den Zentralturm. Na gut, dann werde ich mal den Zentralturm irgendwie versuchen zu betreten.
Okidoki. Aber wie? Och, du Schande. Muss ich da drehen oder was? Ja, da muss ich drehen. Was passiert da, wenn ich drehe? Warte mal kurz, wie dreht man da? Habe ich das da unten oder was? Na, sehr was. Ein Rätsel auch noch. Also Leute, bei dem Spiel gibt es tatsächlich auch Rätsel. Und ja, ich hoffe, dass ich die knacken werde, lösen werde. Da haben wir die 3. Ich muss auf jeden Fall da nach oben gehen. Okay, aber wie mache ich das? Aha. Was ist das da? Da haben wir die 2. Da muss ich nach oben. Schauen wir mal. Die 3, aber da muss ich doch irgendwo drehen können, oder? Da. Drehen wir mal die 2 hier. Was war das, Leute? Das ist ein Viech! Das ist wieder Fantasy! Ja, das ist wieder komplett Fantasy! Ach du Schach, du Ande! Da bin ich falsch. Ach du Schande. Also irgendwie ist der 1er schon mal so. Und da gehen wir mal rüber. Und da haben wir auch was zum Drehen. Gut, dann werden wir das da noch drehen. Aber das kann man noch unten drehen, oder? Ja, ich bin da, Leute. Ich vermute, wegen diesem Buch bin ich hier. Jetzt muss ich es nur noch losmachen. Ach du...
Leute, das Stufenrätsel ist gelöst. Einfach so. Gut, man braucht, manchmal hat man Glück, manchmal überlegt man länger, manchmal dreht man es so 2-3 Mal und man hat's. Also ich wirklich, also total komisch. Es ist aber cool, Leute. So, ich muss das jetzt noch irgendwie losmachen, den Mist. Und das mache ich in der Folge noch auf jeden Fall. Was ist das für ein komisches Ding? So. Nö, andersrum. Andersrum, Leute. Andersrum. Oh, jawohl, Leute. Das ist schön, ist das. Und jetzt einsetzen. Komm rauf, Buch. Ich habe das Buch. Mhm. An diese Nacht werde ich wohl noch lange denken. So, ich entkomme aus den alten Ruinen. Na super. Das ist ja wieder mal toll. Leute, Z beobachten. Da haben wir was zum Entkommen. Jo, entkommen werde ich aber dann in der nächsten Folge aus dieser Bücherei. Wir haben das Buch gefunden. Ist das toll? Wir haben ein Rätsel gelöst. Was jetzt nicht so anspruchsvoll war, aber es hätte auch anspruchsvoller werden können, wenn ich jetzt nicht so viel Glück gehabt hätte, dass ich das jetzt geschafft habe. Einfach so. Das ist cool, Leute. Ja, manchmal hat man auch Glück, manchmal hängt man komplett. Aber es geht in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Macht's das gut, bis zum nächsten Mal, Game Over. Ciao.